Brust mit links. Rauf da! Jetzt wird's interessant. Oh, weil die mich immer gucken. Euch! Ne? Weil ich mich hier nicht gescheit festhalten kann. Ich muss ja die Kamera mit einer Hand festhalten. Aber geht schon. Hier geht noch ein Trampelpfad lang. Wo Trampelpfade sind, ist es meistens interessant. Oder auch nicht. Man kann auch mal Pech haben. Oh ja. Jetzt kommt hier gleich die Klettertour zur rechten Titte. Nee, Aquarius, okay. Da unten steht auch Raclette. Nee, Raclette. Henkelstange. Wo? Da. Ach, hallo. Da oben ist der Kran. Ja. Ich bin eine Bergziege. Ich bin eine Bergziege. Nicht so gelenkig, aber so behaart. Oh Gott. Läuft das Ding? Ja, das Ding läuft. Das Schöne ist, das ist 3D, der hat alles drauf. So, und jetzt erstmal eine Flasche Waifu. Genau. Nee, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich habe kein Waifu dabei. Dieser bestens im Futter stehende junge Mann auch nicht. So ein Ärger. Ja. Ich fühle mich so ausgelaugt, so entkräftet. Ja. Jetzt an Waifood. Ja. Etwas, was schmeckt, lassen wir das. Schaut euch ein Video von ihm an. Metzgerei Andreas Lauer in Windweiler. Da gibt es gute Fleischkäse weg, ist genauso gut wie Waifood. Oh, hey. Erstmal vom Fleischkäse weg erzähle und dann den Berg hochrischle. Oh. Ja gut. Hier lasse ich nachher nochmal die Drohne fliegen. Ja. Ja, schaut's euch an. Panorama. Geiles Ding. Da unten seht ihr auch bestimmt diese Verankerung. Da standen wir eben. Jetzt seht ihr auch mal, wo die Straße hier oben ist, wo die Autos fahren. Das ist wirklich unmittelbar da dran. Krasse Sache. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Es geht weiter. Hier das Ganze mal von der anderen Seite. Da. Ich glaube, ihr seht es da oben auf der Kamera gerade besser als ich, weil die Kamera hängt hier an dem Selfie-Stick quasi überm Abhang. Schaut euch um, das ist einfach nur krass. Guckt euch da hinten diese schneebedeckten Berge an, eine malerische Landschaft da drüben. Hier seht ihr auf der anderen Seite von der Straße. Den Kran von hinten sieht aus wie so eine kleine Hütte. Das ist der, vor dem wir eben standen auf der anderen Seite. Und hier geht es gerade so weiter. Also ihr fahrt mit der Straße im Prinzip über, ja, was wo sie übrig gelassen haben von diesem Fels, was gerade so breit ist wie die Straße. Mehr ist es nicht. Und man sieht auch ganz gut, das ganze Tal war hier mal so verfüllt, wie dieses Stückchen, wo die Straße noch drüber geht. Und das haben die hier alles, naja, zwischen 1850 und bis in die 70er Jahre von letzten Jahrhundert, also 1970er Jahre, ging das Ganze hier. In 120 Jahren haben die das hier alles rausgebrochen. Am Anfang mit der Hand, nachher vielleicht mit ein paar Presslufthämmern. Und dann wird hier anfangs Mühlsteine, hatte ich ja vorhin schon gesagt, und nachher dann halt irgendwelche Mauerblöcke, Werksteine für Straßenbau, Hausbau etc. Wahnsinnssache. Ja, da vorne seht ihr übrigens die Bergziege, also nicht die da hinten, sondern die da vorne. Also zumindest so behaart wie eine Bergziege und er fühlte sich auch schon gleich so hingezogen. Ja, ja. Ja. Ja,
Wir sind noch in der Kennenlernphase. Siehste. Ich bin Edwin, die Berggams, stehe auf lange, ausgedehnte Ausflüge an Berghängen und mag altes Brot. Also du bist Edwin, die Berggams. Gams. Oh, oh, oh. Oh Mann, oh Mann. Oh, die Sö im Schnee. Das scheint hier übrigens auch so eine Basalthütte zu sein von so einem Leier, von diesen Steinbrucharbeitern, was dann nachher halt zum Ziegenstall umfunktioniert haben. Oh, da kommt eine. Das ist gesagt, oh, guck mal hier, wer ist das? Der Eugen, sagst du? Nee, der Edwin. Aber der Edwin macht schon wieder. Edwin, komm mal her. Edwin macht die Biete. Och. Na komm her. Na, na. Edwin, komm. Na komm. Ei. Komm, so schlimm sieht der jetzt auch nicht aus. Ja. Das ist der große Unterschied zwischen uns beiden. Du siehst aus wie ein gut genährter Gamsbock und ich bin ein Grizzlybär. Behaart sind wir beide. Da hätte ich als Ziege auch Angst. Ja, aber deine Behaarung sieht man nicht. Ja, aber ich bin ein Bär. Ich habe drei Haare auf der Brust. Yeah. Oh, oh, oh. So, jetzt haben wir hier auch noch mal was ziemlich Interessantes. Und zwar diese ganzen Steine, die da so damals rausgebrochen wurden oder wie auch immer. Jetzt können wir hier natürlich nicht rein. Hier ist ein Zaun, aber man kann es über den Zaun natürlich gut sehen. Wenn ihr mal guckt, da drüben, da seht ihr im Prinzip, so wurden diese Steine da rausgebrochen. Und wenn ihr dann mal guckt, da drüben, da seht ihr im Prinzip so große Platten mit irgendwie, da ist teilweise dieser Stein halt in Scheiben geschnitten und geschliffen. Hier vorne habt ihr das Ganze nochmal als kleinere Platten. So sieht es dann nachher aus, wenn es bearbeitet ist. Ja, die Steinindustrie, die ist halt hier heute noch zugange. Vielleicht nicht mehr in diesen alten historischen Städten, aber es gibt sie noch. Hier gibt es ja nach wie vor noch aktive Steinbrüche.